Hello my English fans, this video is in German, just my animations are gonna be in English and this is gameplay, so if you're German, enjoy it, if not, just put it off. Bye! Moshi, liebe YouTube-Freunde, willkommen zurück zu einer Folge Rock'n Keys, eine Folge spielen wir am Hühnchen auf den Arsch, aber zuerst spielen wir eine Runde. Ja, was ist es? Keine Ahnung. Survival Games. Oh, der Till kann das Publikum spielen, jetzt ist er mal wieder praktisch. Ja, der Till ist dabei. YouTube-Kanal ist irgendwo unten in der Beschreibung. Irgendwo. Der in der Videobeschreibung. Till, hast du schon leiser gestellt? Ja, habe ich, glaube ich, okay, ja. Ja, du hörst dich auch deutlich leiser an, das hast du fein gemacht. Kriegst du nachher gut dafür. So, Till ist nur gekommen, denn ich denke, in der ersten Aufnahme sollte man nicht unbedingt hier zu zweit spielen. Ja, er ist halt nur gekommen, wie gesagt. Mit Paul, wenn er sich mit mir mal wieder versöhnt, werde ich demnächst auch aufnehmen, dem It's My Redstone, beziehungsweise wie ihr noch auf YouTube findet, Tutorial habt, auch irgendwo in den Gedärmen der Videobeschreibung zu finden. Und ich cutte dann jetzt, bis das Spiel beginnt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das Spiel beginnt in 5 Sekunden. Und da werden wir aber nur wegteleportiert. What the fuck? Wir wurden teleportiert zu einer Möhe. Oh mein Gott, Survival Games Lab mit 8 Chunks. Oh, der PC ist super. Jetzt. Ja! Das war der Super Smash Bros. Typ. Ja. Viel Happy Meal. Ja, McDonald's. Wow, wie boah, ich bin jetzt gesalzigt. Hilfe! Ein pädophiler Typ mit einer Axt in der Hand! Er verfolgt uns! Das ist wahrscheinlich alles, was jetzt gerade zu sehen kommt, danach sterbe ich. Das sehe ich anders. Ich nicht. Ich habe ein Dia, das ist gut, das ist sehr gut sogar. Jetzt müssen wir noch einen zweiten Dia bekommen und dann habe ich zwei Dias. Und dann haben wir sogar noch einen Stick, dann brauchen wir noch eine Workbench und dann haben wir ein Dia-Schwert. Und dann müssen wir noch einen Verzauberungstisch finden, dann haben wir ein verzaubertes Dia-Schwert. Genauso funktioniert es in Live Games, jetzt habt ihr den Durchblick. Okay, gut, so funktioniert es anscheinend nicht, hä? Ach nee, war falsch, Schaden. Er soll so Schaden bekommen, ganz langsam drin. Hä? Auf der Treppe war niemand, falsch Schaden. Aber was, wenn da eine Person war, aber diese Person wirklich keinen Unsichtbarkeitstrank hat? Was ist, wenn ich kein Kampf spielen, sondern wenn ihr nur ein Trauma seid und euch mein Bild was ich habe, was ist dann? Was nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das ist nicht gut, das ist ein klarer Fall davon, dass euer ihr Skelett versucht aus eurem Körper zu kommen. Na, lecker. Ich hab hier eine Butterspitzhacke, wieder ohne Spitz natürlich, Spitzhacke ohne Spitz, das ist grässlich. Wir brauchen eine richtige Waffe, eine Waffe, mit der wir richtig stark behaarte Männer mit kräftigem männlichen Bart besiegen können. Eine Waffe, die uns den Weg zum Ziel, zum absoluten Sieg, verscheißt und vergisst teilweise, was ich sagen will. Daran sieht man, dass wir einen Gegner brauchen. Aber bevor wir einen Gegner brauchen, brauchen wir erstmal ein Rasiermesser, womit wir die männlichsten aller Bärte kürzen können. Dort kommt das und oh, der Rasierapparat ist draußen. Geil. Wenn jetzt jemand mit einem Butterslap kommt, dann sind wir besiegt. Ach ja, übrigens, ich spiele ja auf dem Skype Minecraft Server. Den habe ich gar nicht. Unglaublich, wie viel leckfreier dieser Server, das Spiel insgesamt eigentlich ist, wenn ich gerade nicht mit OBS, sondern mit Bandicam aufnehme. Ich hätte nie gedacht, dass das das OBS weniger leckt. Da habe ich mich bei dem neuen PC so sehr auf OBS gefreut, dann die Enttäuschung. Aber gut, wenn es mit Bandicam 8 Chunks leckfrei läuft. Da hinten ist ein Typ. Was ist das für ein Schwert? Ja, da würde ich mal sagen, machen wir eine Aufnahme dran. Da bin ich wieder. Diese Lache, ne? Das war kein Lach, das war ein noch schlimmer. So, nachher kommt der Super Smash Bros. Räder da. Yeah. So, in circa 7 Sekunden. 3, 2, 1, jetzt! Let it run! Ja. Wow, der hat mir abgenommen. Und ich bin entdeckt. Wow, das ist ein Flug! Geil! Ah! Ach man, wie bekomme ich ein Butterslap? Das ist immer ein seltsam goldiges. Don't say the G-Wort. Ich
sollt weg, ich sollt weg. Alter! Was ist das? Was ist denn los? Verwirrt mich schon. Hab ich mir auch so gedacht. Ja, jetzt hab ich mich hier, Leute. Da. Ja. Wuhu! Ja! Ja, ein Pferd. Was will man mehr? Vielleicht noch etwas essen? Ja, wir können das Pferd ja schlachten. Dann haben wir Kies. The poisonous potato, wenn nicht so intelligent zu nehmen. Also, das wäre nicht so smart, Irati. Der Paul ist nie. Wie sagt der Paul das immer? Dill! Sagt der Paul das immer? Jetzt antworte! Schaden ist 3, ach du Scheiße, stärker als dir, Schwert. Ja, ja, ich habe auf jeden Fall jetzt Ludwig die Axt. So, und der da hat Essen, ich sag's euch, der hat Essen. Und wieder Essen hat. Der hat so viel. Ja. Boah, bam, dachte ich mir so. Jo. Und stark. Nee, gestorben ist diesmal der Gegner. Ja, seht ihr, der hatte Essen, ich hab's euch doch gesagt. Das haben wir sogar noch. Boah, Zeug. Da, ein Goldapfel. Den können wir direkt wegwerfen. Warum? Don't say the G-Word. Destroyable sind. Das wir brauchen wir besser zu flüchten. Das ist schwach. Das ist Essen. Das Essen ist nicht schwach. Essen ist so stark. Wie gevögeltes Rind. So, nehmen wir das, den G-Apfel doch lieber noch mit. Don't say the G-Word. Alter. Wir gehen hier verwechseln, GG. Alter, was ist das für eine Aufnahme? Jo, das lässt sich auf jeden Fall noch verwerten. Das hier konvertieren wir zu einem richtig geilen Video. Das ist stärker. Und noch Rack, und noch Rack. Punch 2, Upgrade 3, Punch 2. So, bam. Alter, die eilen einfach, was von mir wollen. Was ist das? Das? Diese Aufnahme ist hier einfach. Alter. So. Da war das Lab. Ja. Also ist das geil. Die haben ein verpflichtetes Zeug. Noch ein Royable Sims und noch ein paar Arrows. Und ein Locate Player. So, dafür kannst du das wegwerfen. Und dann, Alter, wir haben mit einem Herz jetzt den letzten Kampf überlebt. Das ist. Wenn jetzt noch einer GG. Kommt, sind wir am Anus. Darf ich kommen? Nicht töten? Wenn du magst, ich kann's jetzt verbieten. Was, ich hol so eiskalt von hinten. Haha, getötet. jo, ich glaube, diese Aufnahme hier ist schon ziemlich verwertbar, sagen wir es mal so. Was kannst du mit. What the shit? Da könnte ich explodieren! Oh oh. Ich hab schon gemerkt, wie ich rot im Gesicht wurde. Ich lasse es lieber. Wow. Explodieren ist ungesund, hat deine Mutter dir das nie beigebracht. Fail. Ja, dann gucken wir jetzt mal weiter, wer das nächste Opfer wird. Aber schon allein wegen dieser Szene ist diese Folge hier was wert, das sage ich euch jetzt schon. Hier ist der Todestransporter, wo ist das nächste Opfer? Und wir haben sogar zwei Pferde. Ja, das hat schon seinen Wert, das hat seinen Wert. So, und in nächster Zeit müssen wir entweder das Spiel beenden oder wir müssen sterben, weil ich habe das Gefühl, dass ich in circa, sagen wir mal so, 6 Minuten, nee, 6 Minuten nicht, 7 Minuten ausschalten muss, weil ich zu Kung Fu muss. Aha. Wie das Wort ist. Ach, Scheiße. Erschreck mich doch nicht so. Verpetz mich. Boah, hätt ich Boom. Schade. Komm, das wird aber jetzt noch. Okay, gut, wir haben es aber geschafft zu sterben, bevor ich zu unten muss. Das ist gut. Jo, dann, ich habe hier vorher schon eine Aufnahme gemacht. Ich habe jetzt nur noch nicht so begrüßt, weil ich den Schaff wieder verwerten konnte. Und habe das hier nicht erwähnt, für den Fall, dass ich die eine einfach wegfallen lasse, weil die hier viel besser wird. Wurde sie auch, aber die wurde halt nicht so lang. Deshalb werde ich die ja vorher einfach wieder dran schneiden. Yay. So, das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Doch cool. Ich habe Checkpoints bekommen. Wer will keine Checkpoints?
Links zum Server dürfte irgendwo unten verlinkt sein, wenn ich, also IP, wenn ich mich nicht komplett vertan habe. Und ich würde sagen, mit diesem epischen Fail war es das dann mit der Folge. Tschüss. See you, Jax!